Aber es ist eine Landesstraße und eine Ortsdurchfahrt in den Spreewald hinein nach Burg. Es ist die sogenannte große Spange, wo man auf der Landesstraße bei guten Straßenverhältnissen dann, wenn alles fertig ist, durch die Stadt fahren kann. Tatsächlich entsteht noch ein neuer Kreisverkehr in Feldschau. Wir haben heute gesehen, symbolischer Spatenstich, ein Klassiker sozusagen, aber für Feldschau tatsächlich ein großes Anliegen. Was entsteht hier tatsächlich? Ja, wir können nun endlich zusammen mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen unsere Wilhelm-Pieck-Straße und die Jüriger-Gein-Straße grundhaft sanieren. Das Land macht den Straßenbau selber, wir machen das Randgeschehen, Fußweg mit Fahrradweg, Laternen und weitere Sachen, die uns berühren. Und da sind wir froh, dass das nach etlichen Jahren endlich gelungen ist, dass heute der erste Spatenstich ist, weil die Planung hat gut 4 Jahre in Anspruch genommen, dann noch die Zeiten für die Auftragsvergabe. Dann sind es zusammen bei 5 Jahren und da haben wir alle zusammen nicht getrödelt. Die Straße selber hat den Bedarf einer Sanierung ja schon viel, viel länger. Deswegen umso wichtiger, heute ist ein guter Tag. Wir fangen an zu bauen, werden dann ungefähr gut 2 Jahre bauen. Bis August 2026 ist eine lange Zeit, aber für die Straßenlänge nicht unrealistisch. Vielleicht nochmal die Rolle der Straße in der Stadt erklärt. Das ist eine Ortsdurchfahrt, kann man ja so sagen, oder? Ganz genau. Es ist eine Landesstraße und eine Ortsdurchfahrt in den Spreewald hinein nach Burg. Es ist die sogenannte große Spange, wo man auf der Landesstraße bei guten Straßenverhältnissen dann, wenn alles fertig ist, durch die Stadt fahren kann und dann den Spreewald auch erreicht. Also die Straße ist ganz, ganz wichtig. Wir haben eine ganz hohe Belegungsfrequenz. Deswegen freuen wir uns, dass die Straße gebaut wird. Aber nicht an einem Zug. Ich habe gesehen, es wird abschnittsweise passieren, ja? Ja, insgesamt werden es 7 Bauabschnitte sein. Jetzt wird der erste Bauabschnitt gebaut vom Kreisverkehr am Hospitalplatz bis Mitte Friedhof. Das ist eine wichtige Strecke, weil hier auch der Rewe und andere Einzelhändler anliegen und hier auch eine Straße einmündet, nämlich die kleine Bahnhofstraße und unmittelbar daneben noch unser Friedhof liegt. Also das ist ein wichtiger Bereich. Da müssen wir jetzt schnell durchkommen, weil die Beschränkungen, die damit zusammenhängen, schon immens sind. Aber da soll im Spätsommer dann auch schon alles geschafft sein, dass wir hier wieder freigeben können und dann in den zweiten Bauabschnitt wechseln. Und so setzt sich das dann fort, bis auch der Kreisverkehr an der heutigen Imbisskreuzung gebaut ist und so im nächsten Jahr das auch geschafft ist. Und dann wird die Gagarinstraße gebaut und dann hoffen wir, dass dann die Straße in der Länge hervorragende Verkehrsverhältnisse bietet. Das wäre nochmal eine Frage gewesen. Tatsächlich entsteht noch ein neuer Kreisverkehr in Feldschau. Ja, Feldschau hat vielleicht auch eine Affinität für Kreisverkehre, aber andererseits sind solche Verkehrsbauten ja auch angesagt, weil die einfach einen flüssigen Verkehr beinhalten und man sich eine teure Ampelanlage auch spart. Und jetzt haben wir wieder den nächsten Kreisverkehr vor uns, die sogenannte Imbisskreuzung, die jeder Feldschauer irgendwie kennt, das ist die Imbisskreuzung, die wird dann zum Imbisskreisverkehr. Dann lassen wir uns noch über das Geld reden. Wer investiert hier wie viel? Ja, in Summe werden ungefähr 7,5 Millionen Euro aufgebraucht nach heutiger Kostenlage. Das hat sich schon deutlich erhöht. Vor Monaten waren wir noch bei 5,5 Millionen. Aber die Ausschreibung und alle anderen Ermittlungen der Preise hat es eben ergeben, dass nochmal eine Schippe oben drauf kommt an Geld. Heute bekommen wir vom Land gut 2,2 Millionen Euro an Fördermittel für den kommunalen Anteil. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Legen selber nochmal eine gute Schippe drauf von ungefähr 1 Million. Dann sind wir bei ungefähr 3,5 Millionen und die andere Hälfte zu den gut 7 Millionen bringt das Land mit für den eigenen Anteil. Also da wird viel Geld verbaut, aber es ist notwendig. Wir brauchen hier eine gute Straße. Und mit dem Baulärm müssen wir jetzt erstmal leben, ne? Ja, mit dem Baulärm und mit den Umgehungsverkehren müssen wir erstmal leben. Wir sehen zu, dass das halt so verträglich wie möglich erfolgt. Aber wer baut, da fallen auch Späne oder fallen Geräusche an. Wir versuchen das so moderat wie möglich zu gestalten, die Bürger zu informieren und mitzunehmen.